Hallo, herzlich willkommen in meinem Video Klopfen auf Waller Teil 2. Ihr seht, ich bin am Wasser und wir können schon fast los. Aber vorher zeige ich euch, was wir dabei haben, was wir brauchen. Ich habe hier für 2,30 Meter Schlauchboot dabei, ein kleines Echolot, Elektromotor, 65 Lux. Das hier ist eine Solarbatterie, die ist ein bisschen besser, denn die kann man immer wieder gut auf- und abladen. Dabei. Das ist Rick and Clunk Wallet. Und da kriege ich alles rein, was ich so an kleinen Teilen brauche. Sonst so ist da alles drin. Ich zeige euch mal kurz, da vorne ist ein Fach. Dann mal erstmal einen Ladenangelschein, eine Hakenlösezange, ein Messer, noch ein bisschen Vorfachmaterial, ein paar Ersatzrasseln. Platz für unsere Wallerhölzer. Können wir hier wunderbar verstauen. Dann haben wir hier noch so ein Teil hier. Dann können wir wunderbar unsere Vorfächer draufbinden und sie wunderbar verstauen. So. Dasselbe haben wir hinten auch noch. Aber ich benutze das ganz gerne noch fürs andere Zeug, was ich sonst noch so brauche. So, hier habe ich noch Tauwürmer drin. Vielleicht noch eine Hose. Das Hosenfischen. Ja. Dann kriegt man alles rein. Alles im Boot. Jetzt montieren wir noch die Route. Machen unseren Klopfköder dran. Montieren die Tauwürmer und dann gucken wir mal, ob heute was geht. Kleinen Klopfwaller gefangen. Da ist er. Ich schätze so 1,10 Meter, 1,20 Meter wird der haben. Und der ist putzmunter. Einfach nur ein schöner Fisch. Es ist jetzt Anfang Juli und die Fische sind noch nicht am Laichen. Das sieht man. Und der ist hier noch gar nicht verbissen. Einfach nur ein schöner Fisch. So, da schwimmt er. Gucken wir, ob noch was beißt.
Fisch Nummer 2 hat geklappt. So einfach kann es sein. Hat noch eine Stunde raus, ein bisschen geklopft und hat hier fast an derselben Stelle hat der hier eingestiegen. Schätzen auch auf knapp über einen Meter. Ein bisschen kleiner wie der erste, aber der ist auch wunderschön. Wunderbarer Fisch. Und der darf gleich auch wieder schwimmen. So, zack, weg ist er. Kurz runter. Unter dem Stativ gerade durchgeschwommen. Voilà. Hast du vielleicht gemerkt? Das sieht ja so einfach gerade sein. Mit wenig Mittel, zwei schöne Fische geklopft innerhalb kürzester Zeit. Und probiert selber aus. Ist gar nicht so schwer. Ihr wisst, was ihr braucht. Und dann wünsche ich euch viel Glück und haut was raus.